Was ist diese Woche? Was ist dein Highlight gewesen diese Woche, was dir passiert ist? Mein Highlight diese Woche. Ich weiß gar nicht Oder für was bist du am genau. dankbarsten, was dir passiert ist? Oh, das ist eine sehr tiefe Ja. Nicht deep, es ist glücklich, weißt du? Ja, ey, ich weiß gar nicht, dass ich am Leben bin, würde ich mal sagen. Diese Woche, das ist dein Highlight. Ja. Das ist auch gut. Hast du die Reklam-Hoodies geflippt hast? Sind die gut gegangen? Ist okay, Ist ist okay. okay. Es war eh nur so ein Kunstprojekt im Prinzip. Also ich habe jetzt nicht wirklich Kohle gemacht damit. Es war einfach nur, Kunstprojekt, so deepere ja. Message oder wie? Ja, also ich hatte einfach die Idee, so vor 2 Jahren oder sowas, keine Ahnung, hatte ich einfach die Idee mal gehabt. Und ich dachte mir so, oder viele Leute haben mich dann so gefragt, so, ob sie, wo sie den haben können, wo sie den kaufen können und Ah, du hast so. ihn gemacht, haben wir schon, oder Ich was? habe ihn, ja, ich habe ein einziges Stück gemacht und mich haben voll viele Leute auch angesprochen, ob sie den irgendwo kaufen können und so. Und ich habe gesagt, nee, self-made und sowas. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, ja, lass ich mal ein paar drucken für die Leute, die unbedingt einen haben wollten. Und dann habe ich dir die hergegeben, so. Ah, wie kam es, dass du den überhaupt gemacht hast? Boah. Geschichte dazu war eigentlich so, keine Ahnung, das ist mir relativ spontan gekommen. Also es ist mir einfach so irgendwann mal eingefallen. Ich habe halt so meine Mappe gemacht für Bewerbung. So, ich wollte auf die Angewandte gehen in Wien. Und ja, ich habe einfach Ideen gesammelt, so was ich machen könnte, dies, das. Bin ich irgendwie über Reklam gestolpert. Ah, das war so, Und das hast du als Bewerbung eingeschickt oder was, in Hoodie? genau, also das war die Idee, war halt eben so, es war Teil von meiner Mappe, womit ich mich bewerben wollte bei der Uni. Haben mich natürlich nicht genommen. Und eigentlich war es, Hoodie war eigentlich erst so das zweite Dings. Ich wollte eigentlich, die Ursprungsidee war, eine Regenjacke zu machen. Mit Reklam. Ja, aber so gelb halt. So Okay. gelb und das Reklam-Logo und hinten so, habe ich mir gedacht, so das, es gibt, Reklam macht ja auch CDs und sowas. Und dann so verschiedene CD-Cover sozusagen einfach hinten drauf zu Oder machen. ein Buchcover. Oder ein Buchcover, ja. Ist ja auch Irgendwie geil. sowas, So ein also. Party war gebunden oder so. Kennst du das? Kenn ich Also das mussten wir lesen damals. Das ist das Einzige, was ich mir erinnern kann von der Reklame. Aber ich glaube, ich habe noch nie ein Reklambuch gelesen. wirklich? Ich hab auch nicht so viele gelesen, um ehrlich zu sein, aber keine Ahnung, Schule und so musste man mal sich so ein paar anschauen, aber keine Ich Ahnung. meine, wir mussten immer welche lesen, aber es haben Ja. nur die Mädchen gelesen, so die Typen haben sich einfach auf Wikipedia die Zusammenfassung angeschaut und Ja. das Beste war, dass man sich so besser daran erinnert, weil so hast du die Highlights, an die erinnerst du dich. Wenn du das Ganze liest, dann weißt du vielleicht nicht mehr so genau, was passiert ist, weißt du? Und dann so, und die Zusammenfassung am Handy, weißt du, so am Handy direkt, die Zusammenfassung, liest es einfach vor, weißt du, ich merke, dass du es gelesen hast, das ist gut, ist so, hell yeah. Das funktioniert nicht immer. Habe ich selber auch merken müssen. Ja? Ja. Ich habe in der Schulzeit habe ich auch eigentlich kaum Schullektüren gelesen. So. Ich hab vielleicht 2 Schullektüren komplett zu Ende gelesen während der Schulzeit. Und mir halt zu der Zeit eben auch so Wikipedia Zusammenfassung gegeben und sowas. Für die Schulaufgaben, dies, das. Und dann habe ich jetzt vor ein paar Jahren oder so habe ich da mal angefangen, wieder ein paar Schullektüren einfach so zu Echt? lesen. Ja. Und ich fand es mega krass so. Also es war eigentlich schon. Also ich hab's dann verstanden, so warum diese Bücher ausgewählt wurden, dass man in der Schule liest. Weil es übelst krasse Bücher sind. Zum Wirklich. Beispiel Dings habe ich. Wie heißt das? Das war Traumnovelle. Das war mega Wie krass. ist es? Traumnovelle, Traumnovelle. ja, von Arthur Schnitzler, Okay. spielte eben auch in Wien. Und das war mir mega krass so. Zum Beispiel, ich weiß gar nicht Ich habe, wieso. to be honest, glaube ich, noch nie eins gelesen. Aber ich habe alle Harry Potter gelesen. Damit Harry flex Potter ich habe ich immer. nie gelesen. Wirklich? Ja, voll Ich mal, keine flex immer Ahnung. damit, wenn so Leute sagen, ja, sie lesen, sage ich, ich habe alle Harry Potter damals gelesen, bis zum siebten Teil. Und ich habe alle Guinness World Records zu Hause von 2012 bis 2017 oder sowas. Damn. Ich weiß nicht mal, ob die die überhaupt noch machen. Habe ich auch schon ewig nicht gesehen. Ich hatte damals auch nur eins irgendwie
und es sah mega verrückt und krank aus. Aber was macht man damit? So, keine Ahnung, es liegt da rum. Ey, schaut man sich ein, zwei Mal an. Ist funny. Damit warst du halt Center of Attention in der Klasse, wenn du das dabei hattest. Jeder kommt. Größte Buch, was es gibt. So, mega schwer. Jeder kommt so, oh, da will ich auch schauen. Hey, nein, das ist mein Buch. Aber ja, das war eins meiner Lieblingsbücher. Und sonst Harry Potter und die drei Fragezeichen habe ich immer gelesen. Ah ja. Drei Fragezeichen habe ich mir jetzt nur über die Hörbücher ein bisschen gegeben. Damals als Kind auch nur die Hörbücher. Obwohl, nee, ich habe sogar ein, zwei Bücher auch gelesen. Aber die Hörbücher kann ich echt auch nur empfehlen. Von drei Fragezeichen? Ja. Wirklich? Ja, also, Bro. Wenn ich so Einschlafschwierigkeiten hatte, dann habe ich mir die immer gegeben. Ja, wirklich? Ich war mal bei so einer Homeparty und dann zum Einschlafen wollten die so drei Fragezeichen hören. Weißt du? Und ich habe es nicht gepackt. Ich denke so, ich kann nicht pennen dazu. Ja. Ich brauche das nicht. Da muss ich drauf einlassen. Ja, aber ich kann irgendwie nicht diese Geschichte anhören. Ich höre gern zum Einschlafen immer so Podcasts oder sowas. Ja. Zum Beispiel No Jumper oder sowas. Oder was The Office schaue ich in letzter Zeit immer zum Einschlafen. Kennst du The Office? Ja, voll. Hast du geschaut? Ja, aber ich habe nicht so viel geschaut. Ich habe vielleicht ein, zwei Staffeln oder so geguckt. Ja. Aber mega lustig. Ja, es ist so fire, Bro. Ich habe mir alle Episoden von Anfang bis Ende durchgeschaut. Wie viele Staffeln gibt es da? 9 Staffeln. Wie viele Folgen hat eine Staffel? Die erste hat 6. Und dann hat sie, glaube ich, so 17, 20, immer sowas. Und alle dann so 20 Minuten. Und dann, wie ich alles geschaut habe, habe ich alle Bonusclips geschaut, alle Deleted Scenes, alle Bloopers, alle Webisodes. Und jetzt schaue ich wieder The Office nochmal alle Episoden. Was? Ja. Ich schwöre, ich liebe alle Jahre Serie. Wieder. Ja, nein, nicht alle, ich habe das begonnen. Letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, habe ich begonnen, The Office zu schauen. Also ich bin so ein Freak, so ich verschwende meine ganze Zeit damit, The Office zu schauen. Gott, ja, so Serien und so ein Shit, keine Ahnung. Zurzeit bin ich da echt ein bisschen anti. Also, okay, ich gucke zurzeit Avatar. Das schaue ich mir. Echt? Ja, schaue ich mir so zum Einschlafen. Weil mir jetzt ein paar Freunde auch gesagt haben, dass es so nice ist. Aber ich hatte mir Hemmungen davor. Aber ja, nicht halt deine so, Frisur, Alter. Ja. Okay. Zu Ehren von Avatar. Ah. Nein, die habe ich schon früher gehabt auch. Letzten Sommer habe ich damit angefangen mit der Frisur. Du hast nicht gebeitet. Nein. Okay. Jaden Smith hat von mir gebeitet. Voll, das ist Hund, Alter. Okay. Ja. Glaubst du, er hat wirklich bei dir durchgeschaut und gebeitet? Klar. Ja. Ja, es ist logisch. Das kann schon sein. Ich finde, das ist scheiße, so, wenn größere Rapper Source stehen von so kleineren und dann kein Credit geben. Ja, man, immer. Das machen echt viele. Immer dasselbe. Deshalb darfst du die Ideen nicht sharen, aber ich meine. Aber irgendwo muss man es ja rauslassen. Eben, irgendwann muss es rauslassen. Ja. Er hätte halt Shout geben können oder sowas. Ja, ist echt so. Ich schreibe ihn nochmal. Hast du ihn schon angeschrieben? Nein. Er hat mir geschrieben. Aber eine Sache ist, wegen den Büchern, ein Homie von mir, kennst du Swiss? Von 1-8? Der rappt so auf Russisch. Ja, der war mal hier, glaube ich, sogar. Ja, yes, safe. Ich ihn mal kurz getroffen. By the way. Wärst du hier gewesen, wie Simtix da war, der hat die ganze Zeit Avatar geschaut. Der hat wirklich, echt? Ja. Lustig. Er ist die ganze Zeit auf dem Bett gelegen wie Joint und hat Avatar geschaut. Lustig. By the way, willst du Joint rauchen? Na, Bro. Ich auch nicht. Ich habe gestern Joint geraucht, war die schlechteste Entscheidung. Warum, was passiert? Na, ich meine, ich war mit so einer Freundin und ich war auf 2 Bars im Endeffekt. Mhm. Und danach kann man nochmal Joint rauchen, weißt du? Ja. Aber ich habe halt geraucht und ich war so weird dann und ich war so, und ich wollte von da eigentlich normalerweise nichts, also wir sind so Freunde, aber ich war dann plötzlich so urhorny und es war so urkomisch und dann oh, so. Damn. Okay, das ist. Weißt du, was ich meine? Aber das unangenehm. Sind immer, ey, das ist unangenehm, gell? Aber das sind immer diese Sachen, die auf Weed passieren, die dann irgendwie so funny sind im Endeffekt. Ja. Bei Weed bin ich jetzt ein bisschen raus wieder zur Zeit. Ich bin ewig raus bei Weed. Das war das erste Mal, wo ich gesmoked habe, seit 2 Jahren. Mhm. Da bist du generell raus, aber wegen Swiss noch, gell? Ja. Weil er rappt nur auf Russisch und er meint, er hat sich ur viele Wörterbücher auf Russisch durchgelesen und sowas, damit er so eloquent auf Russisch sprechen kann und sowas, gell? Und ich sage ihm so, Bro, alle sagen, Bro, rap auf Deutsch. Ja. Und er sagt so, ja, ich muss mir erstmal die ganzen Wörterbücher durchlesen, damit ich so eloquente Rhymes machen kann und sowas. Ja. Im Endeffekt glaubst du, das ist wichtig, oder? Dass man eloquente Rhymes hat oder wie? ich kann schon verstehen, weil es ist schon wichtig, eigentlich einen großen Wortschatz zu haben, wenn man Musik macht oder wenn man Musik schreibt. So. Es ist nicht nur Rap, sondern halt auch irgendwie alles andere, finde ich. Es ist trotzdem irgendwie wichtig, dass du einen großen Wortschatz hast, weil das ist einfach nicer so. Du hast irgendwie mehr, worauf du zurückgreifen kannst. Ich meine, ein komplettes Wörterbuch will ich jetzt nicht unbedingt lesen.
Aber ich verstehe den Ansatz. Weil ich hab nämlich auch wieder mit Lesen angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich will meinen Wortschatz eben erweitern. Für Rap Und ja, oder? für Rap halt eben. Okay. Für Rap, für Hip-Hop. Halte ich die Alles, Fahne alles. hoch. Würdest du sagen, du bist Hip-Hop? Ich bin durch und durch Hip-Hop, ja. Ich bin circa so Hip-Hop wie Julian Williams. Kennst Hip-Hop du, ist. wer ist das? Das ist Julian Williams, so ein Deutscher. Ist er so einer wie Manuelsen? Nein, Manuelsen kann man noch ernst nehmen, aber Julian Williams, also kein Diss oder so. Julian Williams verprügelt mich nicht oder Fest. weiß ich nicht, er ist ein bisschen. Kannst du mir seine Sachen anschauen, wo er Interviews gegeben hat und so? Okay. Er ist ein bisschen durchgedreht, um ehrlich zu sein. Genau Aber. deshalb, ich brauche so die Leute, die so richtigen Schaden haben. Aber vielleicht Julian Williams, Bro. Falls du Bock hast. Weißt, wo du uns findest. Come through, Alter, come through. Podcast, Waldemar, Julian Williams, diskutiert das mal aus. Kennst du Er kommt diesen? mit Messer, ich will das nicht. Kennst du diesen No Jumper Fussy Tube Podcast? Na, Kennst du Fussy Tube? der hatte. Ich kenne ihn von Drake war irgendwas, dass er ihn gebucht hat oder Ja, so. ja, ja. Ja. Er hat so gesagt, Bro, ich habe diese Vision. In einer Woche mache ich das größte. Ich habe den Plan jetzt bekommen. Seit heute Mittag habe ich diesen Traum. In einer Woche werde ich das größte Event haben, das es gibt. Das ist größer als Coachella und alles. Ja. Und ich werde die größten Rapper holen. Alle werden gratis kommen und auftreten. Es ist Und er sick. schreibt so einer, Drake komm, Drake komm, J. Cole komm, 6ix9ine Ja. komm. Und ein paar haben anscheinend zugesagt, aber auf jeden Fall im Endeffekt waren so paar hundert Leute dort. Und das war so ein mega Dad. Und da waren so ein paar YouTuber, die so Jokes gemacht haben, I guess. Und danach war ein Bombendrohung. Was? Bei Ja, dem Event oder wie? aber Okay. halt, ich glaube halt, dass er das selbst so gesagt hat, weil er merkt, es geht in die Hose und damit ist dann nicht seine Schuld. Ist Damit er halt, eine Ausrede hat, so. genau, es wäre das Größte geworden, aber irgendein Typ hat eine Bombe, wollte das sabotieren und Ja. jetzt. Und dann gab es halt einen Podcast, wo er mit dem, wo er glaubt, er hat das sabotiert oder was weiß ich, sich voll fetzen, so Urauszug. Aber das musst du dir mal geben. Das habe ich mir Ja. wirklich im Urlaub gegeben, 2 Stunden lang diesen. 2 Stunden. Ja, 2 Stunden. Alter. Ich liebe sowas. Ja, ich finde generell so Podcasts, keine Ahnung, bin ich nicht der größte Fan, muss ich sagen. Ich gebe mir Ja. eigentlich auch kaum wirklich so Podcasts. Also ich schaue mir meistens, wenn überhaupt, dann so Video-Interviews halt eben an so Breakfast Club oder sowas, No Jumper manchmal. Ja, das ist ja auch Aber Podcast im eh Endeffekt. voll. Aber ich meine so, keine Ahnung, so einfach nur Podcasts anhören oder sowas, Ja. mache ich eigentlich trotzdem auch relativ selten. Und auch so Podcasts anschauen, mache ich jetzt auch nicht so oft. Ey, ich schaue eigentlich fast immer. Also wenn ein Rapper kommt, was der mich interessiert, wie Wonder Jumper war, Thousand Band oder X oder Ja. Die Savage oder sowas, dann habe ich halt Habe ich direkt alle nicht angeguckt. angeschaut. Wirklich? Na, Gar X hast du nichts. angeschaut. Habe ich auch nicht angeschaut. X? Nur habe ich nur damals, wo es rausgekommen, oder nee, nicht wo es rausgekommen ist, war schon uralt. So ein Jahr später oder so, nachdem es rausgekommen ist, bin ich mal so drüber gestolpert, habe es ein bisschen angeschaut, weil es ging, glaube ich, auch fast 2 Stunden oder so, oder? Kann es sein? Ja, selbst noch was. Weil er war nicht allein, oder? Er war nicht mit Dings, Wi-Fi, mit. Ski und sowas. Ja, voll genau. Ski Und Craig Meister. Zahne, wenn du Ah den ja, kennst. na, kenne ich gar nicht. Er ist Also so. da habe ich schon mal irgendwo gelesen, Er ist so aber ich kenne Members nichts von ihm Only. so. Und er war. Damals war halt Ski so sein Sidekick, so Ja, weißt du, was ich genau, meine? voll. Weil er einfach so daneben gesessen ist und sowas. Ja. Jetzt ist halt Ski selbst nur groß geworden. Ja, ist es so groß jetzt wieder? Weil mir kommt so vorher, Nein, er ist ein bisschen aufgefallen, so. ich meine. Aber er war schon mega. Er hatte eigentlich voll die Chance, richtig groß zu werden, irgendwie, kam mir vor. Und dann weiß ich nicht, dass er irgendwie was scheiß Management oder sowas hatte gehabt oder so. Ich weiß nicht, was da passiert ist dann. Ja, er sagt, er hat auf Social Media irgendwie so gepostet, I'm not a social media, I'm not the best at social media, but I'm the best at rapping oder sowas, weißt du, was ich meine? Er macht halt einfach Musik. Aber im Ja. Endeffekt, so wie Lil Xan zum Beispiel, er war ja auch urgroß, gell, in der Zeit, Ja. 100 Millionen, was weiß ich, wie viele Millionen Plays auf Betrayed oder Ist was. voll. Und jetzt ist er halt nicht mehr so, aber er macht trotzdem noch genug Para, dass du dich nicht sagen kannst, irgendwie, er ist ein Opfer oder sowas, weißt du, Ja, was ich voll. meine? Aber man vergleicht sich halt immer. Wenn du mal so groß warst und dann aufhörst, bist du trotzdem nicht glücklich. Auch wenn du gehen würdest, um so groß zu sein, wie du sein oder sowas. Ja, auf jeden. Oder hast du gesehen, was Lil Pump verkauft hat jetzt? Nein. Er hat auch irgendwie nur so 37.000 oder sowas verkauft. Von seinem neuen Album, oder Ja. wie?
Er hat 14 Millionen Follower. Boah. Ja, Lil Pump ist doch echt, keine Ahnung. So, man weiß eh schon, was kommen wird so auf dem Album. Ich habe es noch gar nicht gehört. Ich Ich habe halt auch nur ein nicht, paar Bro. Singles gehört, glaube ich, die rausgekommen sind. Ja. Aber es ist halt alles so, ja, Fandest keine du ihn früher Ahnung. geil? Also damals, wo ich ihn entdeckt habe, also ich stoße eigentlich eh relativ spät immer so auf die neuen Untergrund-Rapper, so Wirklich? wenn sie schon Millionen von Klicks haben, so auf ein paar Videos, dann stoße ich meistens erst auf die. Bei manchen so, bei manchen früher, bei manchen später so. Aber bei Lil Pump war es zum Beispiel auch so, dass ich ihn erst so, wo seine Videos teilweise halt eben schon Millionen geknackt Wo haben. Gucci Gang oder was? Na, das war ja noch später. Das erste, was ich von ihm gehört habe, war, glaube ich, D-Rose. Ah, okay. Ja. War das Cole Bennett Video, kann das Ja, sein? genau. Okay, Cole ja. Bennett. Und dann habe ich ihm ein bisschen gegeben und ich fand es eigentlich auch ganz nice, so manche Tracks. Manche Tracks fand ich nicht so nice, aber an sich fand ich den damals, wo ich ihn entdeckt habe, fand ich mega, mega krass eigentlich so, weil das ja was komplett Eigenes irgendwie war. Damals. Und ich fand es irgendwie krass, so das komplett übersteuerte und Ja, so safe. geisteskrank und sowas. Eher so wie Ex auch zu der Ja, Zeit, oder? genau, eh so wie X ein bisschen. Aber X war, fand ich nochmal irgendwie was anderes. Lil Ja. Pump war halt irgendwie, also X kam mir vor irgendwie mehr, jetzt nur von der Musik her, war X irgendwie mehr reflektiert er irgendwie so. Ja. Er hat irgendwie mehr nachgedacht. Genau. Und bei Lil Pump war das halt so, ja, scheiß drauf, ich mach einfach. Bei Ex denkst du so, wenn du die Musik hörst, kennst du ihn ein bisschen, weißt du? Bei Lil Pump hörst du die Musik und du hast eigentlich keinen Plan, wie der wirklich ist, weißt du, was ich Ja. meine? Er schert nicht irgendwie, was schlecht ist oder so. Er sagt Ja, einfach, voll ah, eben. Papst, gut, du Ja. weißt schon, was er sagt. Du weißt, über was er rappt. Ja, das ist nie irgendwas Überraschendes, so bei Ja, Lil Pump. voll. Warst du eigentlich offended, wie er diese Line gebracht hat? Diese Ice Low, like, Ja. ja? Ja, also fand ich schon, keine Ahnung, ich finde eh so, generell so Rassismus-Dings muss halt einfach nicht sein. Und ja, also das fand ich war genauso einzuordnen wie alle anderen rassistischen Lines, die jetzt so gedroppt werden, keine Ahnung. Ja. Fand ich auf jeden Fall nicht so cool. Wer hat es denn auch rausgenommen beim eigentlichen Eh Track? voll, genau, habe ich dann auch gesehen. Das fand ich Und auch nice von ihm so, dass er es dann eingesehen hat, weil viele Rapper würden sich dann trotzdem auch so denken, so, ja, nee, fuck it. Ich meine, weil es haben schon so viel Rapper halt auch davor gebracht, deshalb war es Ja. wahrscheinlich für ihn so. Ja, Wiz Khalifa hat so oft gesagt, ja, oder so, ich glaube, ich habe die Line schon tausendmal Ja, gehört, es gibt. like I'm Chinese, Ja, Ice Low, like klar, I'm das ist sowas, Chinese. ich finde, sowas kann man auch voll sagen, so Ice Low, like I'm Chinese, so. Klar, geht voll klar, oder weiß ich hier, Alex hat das, glaube ich, auch. Genau, Alex von 187, der hat auch irgendwie so Augen wie Hongkong, so. Finde ich auch mega nice Line, so. Das finde ich auch nicht. Das ist noch so. Es ist noch voll okay, finde ich. Aber Lil Pump hat ja irgendwie so. Dieses Ching Chong oder irgendwie sowas, noch diese Adlib und sowas gemacht und die Ching-Chang. Line war ein bisschen anders, ich weiß nicht mehr genau, wie die ging, Ja. aber die Line war halt, ja, So, das ging mein, für mich auch es nicht war so ein klar. bisschen so Fun. Also, sich, die verarschen so die Ja, Leute. genau, voll. Es kommt drauf an, welchen Kontext man sieht. Genau, wie man halt den Satz halt auch formuliert, so. Wenn man sagt, ja, eben augentief wie Chinesen, so, ja, finde ich okay dann noch trotzdem irgendwie. Aber Safe. halt. Ja, Le Pam hat es irgendwie anders Gibt es rübergebracht, es anders eigentlich formuliert. ein Schimpfwort für Chinesen? Puh, also was ich schon öfter gehört habe, war natürlich Schlitzaugen und sowas. Was weiß ich. Japse habe ich auch schon öfters gehört, natürlich, obwohl ich keiner bin. Du bist, was bist du? Ich bin aus Hongkong. Aus Hongkong. Ja, also bin ich Bist du dort Chineser. aufgewachsen? Nein, also ich bin in Hongkong geboren. Und bin dann als Kind eben nach Deutschland gekommen und in Deutschland aufgewachsen. In Hongkong gibt es ja auch ziemlich geile Rap-Szene, oder? Kriege ich gar nicht so mit, um ehrlich zu sein. In Hongkong habe ich keine Ahnung. Ich habe jetzt nur eben 88 Rising, die sind am Blow und so. Finde ich auch mega nice. Aber hier die Haya Brothers, die sind ja aus. Woher? Shanghai oder so? Keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Aber die sind nicht Hongkong, soweit ich weiß. Okay, aber es gibt diese Hongkong Kids, kennst du die?
Ja, die waren da schon, ist ja voll alt, oder? Ja. Ja, Ich weiß voll. noch, wo ich so 13 war, haben wir das in der Klasse immer gepumpt. Ja, war das so Macklemore-mäßig irgendwie, oder? Macklemore? Macklemore. Macklemore? Ja, das klang so. Oder so, kennst du Asher Roth? Ja, Das genau. I Love Ja, College. War es nicht voll. so ein Cover von Dainty? Ja, We ich get weiß. drunk and we smoke Stimmt, weed kann and we sein. pop pills and we. Weil ein Homie von mir ist halt aus Hongkong auch, oder ein Homie von einem Homie von einem Homie, und der hat halt erzählt, dass er den kennt. Und der hat gesagt, dass die das gemacht haben, um den Leuten so zu zeigen, dass Hongkong nicht nur so brav ist, so, sondern dass sie dann auch so stupid shit machen, basically. Ja, okay. Wobei das eine Video, was ich von denen kenne, von Hongkong Kids, ich glaube, ist vielleicht sogar das einzige, so, also das einzige, was ich jetzt so gesehen habe, das war auch schon uralt. Das war halt so einfach eben so Asher Roth-mäßig, so Ja, College und safe, ich keine glaube, das war Ahnung. eh das. Damals habe ich mit sowas gefickt, so fand ich irgendwie cool, aber heutzutage ein bisschen Ja, cringy. Bro, ich meine, das verändert sich die ganze Zeit. Ja, voll. Das war so zu der Zeit, wo Mac Miller cool war. Aber ich glaube, du hast nicht so gehört, oder? Mac Miller habe ich. Ich hatte mal eine Phase, wo ich hart Mac Miller gehört habe. Wirklich? Das war so. Kids war es, oder? Ja, also. Kids war da schon draußen auf jeden Fall. Es war so 2011, 2012 sowas, wo er eben auf Splash gekommen ist. Also 2012 war ich eben auf Splash. Echt, gell? Ja, und habe ich eben gesehen, dass Mac Miller spielt und ich kannte Mac Miller bis dahin nicht. Ja. So, das war so einer der ersten Acts, die angekündigt wurden für Splash. Und habe ich mir mal reingehört und dachte, was, wie krass ist das denn? Und da habe ich ihn Todes gepumpt. So. Ich hatte mal so eine Zeit, wo ich dann so fast jeden Tag auf dem Weg zur Schule Just My Imagination gehört habe. Yeah, wake up in a Ja, king-size bed, girls all around me, eyes eyes all all red. Yes, Bro. Ich red. schwör's dir, ich kann das noch alles auswendig von früher, Mann. Ja. Ich leider nicht mehr, ich habe es auch schon ewig nicht mehr gehört. Ich So. auch nicht, Nachdem aber. er gestorben ist, habe ich mir dann wieder so ein bisschen die Classics gegeben, so Safe. Nike's on my feet und was weiß ich was. Was alles. Kannst du dich noch an den Tag erinnern, wo er gestorben ist? Ja, so vage kann ich mich daran erinnern. Aber war jetzt, also ich fand es schon mega krass. So. Und obwohl ich eigentlich auf jeden Fall immer ein größerer Mac Miller-Fan als Lil Peep-Fan, sage ich mal, war. Lil Peep habe ich damals gar nicht so krass gehört. Hat mich der Tod von Lil Peep aber irgendwie viel krasser getroffen. Same. Der hat mich, also keine Ahnung, wo ich die Nachricht gelesen habe, da kann ich mich echt noch gut dran erinnern. Das war so krass für mich irgendwie. Weißt du, Ich weiß warum nicht. ich auch glaube? Weil als Mac Miller gestorben ist, war seine Musik nicht mehr so fire. Weißt du, er ist schon ein Ja. bisschen aufgefallen. Ja. Und Lil Peep war gerade so am Risen. Und deshalb war es scheiße, weißt du, was ich meine? Ja. Und wie Mac Miller gestorben ist, habe ich ihn schon ewig nicht gehört. Und da ist dieses Swimming-Album rausgekommen, ich glaube einen Monat davor oder sowas. Ich habe mir das angehört im Flugzeug und dachte mir so, Ja, es voll. geht. Ist nicht so das, was ich von Mac Miller sonst gewohnt bin, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, aber ich meine eben, bei Lil Peep da war ich eben gar nicht so drin. Also ich kannte ihn natürlich so. Der Ja. war auch im Untergrund, sage ich jetzt mal, war ja riesengroß so. Ja. Also weiß ich nicht, so als Rapper kannten oder im Hip-Hop, sage ich mal, wenn man sich damit beschäftigt, da kannte man ihn halt einfach und war auf jeden Fall schon eine Größe und so. Aber war jetzt nicht so Mainstream wirklich. Und ich war auch nie so wirklich krasser Lil Peep-Fan, so, auch wo, bevor er gestorben ist, so, habe ich ihn nicht so richtig krass abgefeiert. Aber wo ich dann die Nachricht gelesen habe, war für mich mega krass. Weil ich glaube auch, weil er so jung war irgendwie. Und es war irgendwie so die Realisierung, dass Leute so früh, weißt du, was ich meine? Weil ein Homie von mir hat früher immer so gesagt, ja, diese ganzen Lil Peeps, Lil Pumps, die werden alle bald sterben, weil sie so viel Xanax nehmen und was weiß ich. Und ich sag so, Bro, relax, weißt du, ich meine, die sterben nicht und sowas. Ja. Und dann stirbt Lil Peep, er war so der Erste, oder der Erste von diesen New Generation, die halt Ich gestorben sind glaube dann. fast schon, Oder ja. der erste Musiker, mit dem ich richtig gefickt habe, der halt gestorben ist. So. Also Michael Jackson 2007, mit dem habe ich damals auch nicht so gefickt, oder? Ja, bei Michael Jackson war das irgendwie so. Ich habe Michael Jackson natürlich gekannt und so. Und aber so ein paar Monate oder ein halbes Jahr, so circa, glaube ich, bevor er gestorben ist, kam dieses Mixtape raus. Michael Jackson mit Cookin' Soul. Cookin' Soul Echt? sind so Producer Okay. aus den USA oder ist ein Producer, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.
Der hat viel irgendwie mit Kanye zu tun gehabt und sowas und keine Ahnung. Ich war da irgendwie so. Mein Bruder war halt oder ist ein mega Kanye-Fan gewesen, Weißt du, wie so. alt du warst, 2007? Du bist jetzt Ich bin jetzt 24, 25. 25. Ja. Sheesh. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ach Das so, dieser genau. Co-Producer da von. Genau. Cook and Soul auf jeden Fall. Haben ein Mixtape rausgebracht mit Michael Jackson. Samples und Beats und A Cappellas und sowas, haben die halt gemischt so mit anderen Rappern. Zum Beispiel Rock With You von Michael Jackson, den Beat genommen und darüber von Notorious B.I.G. irgendwas drüber gelegt. So. Und das fand ich so geil, dieses Mixtape, das habe ich echt drauf und runter gehört. Echt, okay. Ja, und dann hat es halt bei mir angefangen, so, dass ich ein bisschen Michael Jackson-Fan geworden bin. Dann ist er einfach gestorben und ich dachte mir so, the fuck? Warum? Ja, Warum jetzt? da gibt's ja Gerade auch. wo ich ihn so richtig, gerade wo ich so drin war in dem Dings. Yes. Es gibt auch ur viele Conspiracies darüber, irgendwie, wie das passiert ist, dass er gestorben ist und so. Weil es gibt so Phone Calls, bevor er gestorben ist, wo er so irgendwen angerufen hat und er sagt so, Bro, please come over, Universal oder wo er gesigned war, is trying to kill me, they are trying to drug me und sowas, weil er irgendeinen Deal nicht machen wollte oder sowas. Was zur Hölle? Ja, dann muss man schauen, Michael Jackson Phone Call before he died. Okay. Das ist schon creepy. Aber es ist ganz interessant, dass so, ich kann mich so an alle Tage erinnern, weißt du, wo Michael Jackson gestorben ist, obwohl ich nicht mehr so mit ihm gefickt habe. Ich kann mich genau an den Tag erinnern, weißt du? Ja. Oder bei Lil Peep, oder bei X, oder bei Mac Miller, weißt du? Ich weiß genau, wo ich war und was ich gemacht habe, wo ich es erfahren habe. So. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht. Bei Lil Peep weiß ich noch ganz genau. Bei X, da war ich glaube ich sogar zu Hause. Und da habe ich eben, stimmt, da war ja zuerst dieses Bild ist da rumgegangen, wo er tot Ja, wo dieses im Video, Auto war. ja. Genau, der Video war das glaube ich sogar, stimmt. Und dann hieß es ja noch, er ist lebensgefährlich verletzt und er Ja, ist noch nicht tot safe, und sowas. safe. Und am nächsten Tag bin ich dann aufgewacht und habe ich gelesen, er ist einfach tot oder. Stimmt, das erste war, glaube ich, von Metro Boomin, was ich sogar gelesen habe. Irgendwie. Metro Boomin hat irgendwie getweetet, RIPX oder sowas. Okay. Da dachte ich mir so, what the fuck, okay, was geht ab? Und dann ging es los und dann habe ich die ganzen anderen Sachen gesehen und so. Ja, bei mir war es so, ich war zu Hause um 10 und ich habe so gesehen, dass er gestorben ist. Und dann habe ich so die ganze Zeit gescrollt. Das ist die ganze Zeit Refresh, 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 was ist Ja. das? Dann habe ich gesehen, dass er gestorben ist. Dann war ich so, oh, sad. Bin so auf die Terrasse gegangen, habe so gesmoked und habe so die ganzen alten Ex-Lieder gehört. Ja. Weil so, ur viele Leute denken, Ex macht nur so, den halt später kennengelernt haben, checken das gar nicht, wie talentiert er eigentlich war. Weißt du, ich meine, was er Ja. früher so alles für ein Shit gedroppt hat und so, das ist schon krank. Ja, ich muss auch sagen, so Ex, weiß ich, seitdem dieses ganze Ding rauskam, so mit seiner Ex-Frau oder mit seiner Ex-Freundin, keine Ahnung, was sie Ja. da, also da, also ab da konnte ich ihn mir nicht mehr geben, so. Da, Okay. ja, also ich habe davor, kannte ich Ex und habe jetzt so, ich fand ihn mega krass, also man muss auch so sagen, musikalisch war er mega krass talentiert auf jeden Fall, so kann mir nichts absprechen. Aber da, wo das aufgekommen ist, war für mich so Ende. So ich konnte damit nicht mehr ficken, so ich konnte es nicht mehr To anhören. be honest, also um fair zu sein, so. Sie hat ja selbst dann gesagt vor Gericht, dass sie das alles zurücknimmt. Und, Aber da hieß es ja aber, auch irgendwie, dass er. und Bribery oder was ist. Ja, Aber fuck. ich glaube schon, meine Theorie so, weil ich war bei Zivildienst und ich hatte nichts zu tun. Und ich hatte Frühdienst und dann habe ich mir alle Ex-Tweets durchgelesen von ganz früher, weißt du, wo er so 14, 15, 16 war und sowas. Und ich glaube, er war schon crazy, weißt du, ich glaube schon, dass er das gemacht hat. Und weil halt irgendwie. Jeder, der irgendwas sowas macht, hat halt irgendwie das Fucked up erlebt, dass er sowas Ja, macht, weißt du, was ich meine? safe. Und ich glaube schon, dass er es gemacht hat, aber sie ist halt, es ist oft in Beziehungen so, dass die Frau so am Typen hängt, dass egal was er macht, ob er sie schlägt oder was weiß ich, sie trotzdem noch an ihn pickt und ihn trotzdem noch liebt, wenn sie ihn mal liebt, weißt du? Klar, voll, aber das ist ja auch eben, Also das ich. ist ja das Gefährliche, eben Genau. so abusive relationship. Ja, Und. ist halt eben auch nicht cool, so. Weil danach, wo er halt eigentlich keinen Kontakt mit ihr haben durfte, sind ja so Videos rausgekommen, wo sie zusammen waren wieder im Bett gelegen sind oder was. Ja, aber, ja, keine Ja, es Ahnung. ist immer so fucked up, solche Relationships. Es gibt so viel, wo sie halt
Mädchen halt den Dude alles machen lassen und so. Und Ja, dann voll, Mann. voll gefickt im Kopf, aber halt sich nicht lösen können, so. Das ist echt scheiße. Das ist besonders. Es wird halt auch eben vielen Mädels wahrscheinlich auch so eingebläut, so, oder die kriegen das von zu Hause halt irgendwie mit, dass Safe, sie alles safe. mit sich machen lassen müssen und sowas, aber so ist es halt einfach nicht. Safe. Wenn du so aufwächst, Das ist schade. dass du der Vater die Mutter schlägt und sowas Ja, und sie voll. einfach immer bei ihm bleibt, Ja. wegen den Kindern oder was weiß ich, und dann Eben. ist es so gewohnt werden. Nimmst du die auch zum Recorden? Nein, gell. Die, nein, aber die du hast. Ah, okay. Die, Leute, ich würde das nicht packen, die tun so scheiße weh. Ich finde zum Recorden reichen auch AirPods oder sowas. Ja, ich selber recorde auch mit so In-Ears halt einfach. So diese Samsung-Standard-Kopfhörer. Das heißt AirPods, mit AirPods kannst du nicht recorden, Ey, oder meine was? Bro, das wäre der größte Flex. Soundkarte als Bluetooth, so. Ah, Bro, das wäre Ja, der größte Flex, wenn irgendwer das schafft, mit mega, AirPods zu recorden. ey. Aber ja, du hast jetzt ein Album gedroppt, gell? Ja, mein Mini-Album, aka EP. Also, du bist nicht sicher, wie du das nennst, oder was? Ja, voll, Du es willst nicht ist. Album sagen. Ja, Album ist auf gar keinen Fall so. Ah, okay. Weil für ein Album, finde ich, habe ich da trotzdem. Ne, ist nicht mein Album. So, mein Album, ich arbeite zurzeit auch an meinem richtigen Album so, keine Okay. Ahnung. Da sind halt meist Großteil selbstproduzierte Beats. Und Echt? so, ja, bei den Tracks habe ich mir auch viel mehr, also ja, habe ich mir schon auf jeden Fall mehr Mühe gegeben so, und es ist nochmal was anderes so. Das ist auch, mein Album wird auch nicht wirklich Rap sein so. Es ist, ja, man muss sich anhören. Ich kann dir später eh noch einen Track Sheesh. zeigen. Ja, safe. Eben das neue Video, was ich jetzt dann rausbringe. Das ist vom neuen Album, oder was? Ja, das Von soll dir auf das neue Album. produziert? Von mir produziert, Ja. von Sportwolf aus den USA. Gemixt der Beat Ah, und du hast ihm den Beat geschickt und er hat ihn gemixt, oder was? ja, genau, ich habe ihm die Spuren geschickt so. Der macht das for free, oder was? Ja, er hat es for free gemacht so. Hey, er will leider nichts mehr machen so. plug Das ist auch, me. der Joke. Track ist auch schon bestimmt 2 Jahre alt oder sowas, und es war mir so ein Hin und Her mit ihm, dass er es mixt und so, und er hat es mir dann immer geschickt, und dann habe ich gefragt, ja, okay, nice. Und er hat gesagt, ja, ich mache nochmal eine neue Version und ich arbeite es noch aus und dies, das. Habe ich ewig halt gewartet und so. Und wir haben hin und her geschrieben und dann kam wieder nichts. Und dann hat er wieder gesagt, ja, nächste Woche dann und so. Und ja, dann hat er irgendwann gesagt, so, okay, ich bin raus aus dem Projekt, so, ich muss meinen eigenen Shit machen. Okay. Habe ich gesagt, ja, okay, Ja, das ist, ist. ist in Ordnung so. Klar, Ja, aber das es ist ist das auch nicht mein. Blessing, wenn du lernst, das selbst zu mixen. Das ist Ja, echt wert. auf jeden Fall. Auf jeden Auch Fall. wenn es auch viel Packer kostet, teilweise so Plugins und sowas. Ja, voll. Wobei, den Beat jetzt eben habe ich die neueste Version genommen, die er mir geschickt hat. Und mit der habe ich jetzt einfach weitergearbeitet und es nochmal ausgebaut und so. Und meine Vocals selber gemixt, was ich ja eh schon jetzt länger mache. Ah, nicht bei Jena in Vienna, oder? Doch, da habe ich meine Vocals alle selber Echt? gemixt, ja. Und nur zum Mastern irgendwann geschickt, oder was? Genau, voll. Gemastert hat es Lila. Kennst du Na, auch? echt? Ja. Ey, voll, der hat das gemacht. Ja, Mann. Ey, Bro, der ist Gold, so Lila, Lila. bester Mann. Shoutout an Lila. Ja, Mann, nein, er hat sich Er hat heftig. so geile Beats, ohne Scheiß. Und der hat sich heftig entwickelt, Ja, weiß finde ich auch so eben. Damals, wo er mir gefollowt ist, irgendwie auf Soundcloud, ich. oder wo ich ihn gefollowt bin. Ich glaube, ich bin ihm zuerst gefolgt sogar. Okay. Oder ich habe ihn zuerst irgendwie gesehen, bevor er irgendwie Kontakt zu mir aufgebaut hat. Ja, und ich dachte so, was bist du für krasse Beats irgendwie so. Das war echt mega. Und wenn man die vergleicht mit dem, was er halt jetzt auch noch raushaut, krass, Alter. Hat sich Ja, mega gut Mann, entwickelt. wirklich so. Und dann noch die Jungen, die Memes jeden Tag posten so. Ja, Was ein Grind, voll, Alter. also Was echt ein Respekt auf Grind. jeden Fall. Er war sogar bei der Show, gell? Ja, stimmt, ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ich auch nicht. Er war schon öfter bei Shows bei mir, aber ich Wirklich? habe ihn nie gesehen. Ja, ich habe ihn so. Er hat dann so Fotos gepostet von der Show und ich so, ey Bro, du warst da? Und er Ja. so, ja, ich bin der Dude mit dem Bart. Und ich mir so, was? Ich habe keinen Dude mit Bart gesehen. Das Ja. waren nur nur alle unter 17 oder so. Und er so, Ja. nein, ich war da. Ich so, okay, dann. Ja, finde ich auch schade, dass wir nie so richtig connected haben in real life, aber wird schon Ja, noch. wird schon noch, Alter. Es wäre geil, eine Session, weil. Ja, voll. So Beats machen und sowas. Auf Ja, jeden. Jena in Vienna rappst du so hauptsächlich über Herzschmerz. Über so Ja. Mädchen, die dein Herz gebrochen haben. Ja, so ziemlich. Hast du so viele Erfahrungen von Mädchen, die dein Herz brechen?
Das heißt viel. So. Oder eine, oder über die du immer rappst, oder was? Nein, es sind so verschiedene irgendwie, aber ich will jetzt nicht sagen, dass ich mega viel Erfahrung jetzt habe, so damit. Aber manchmal reichen auch wenige Erfahrungen, um die halt stärker sind oder die man stärker empfindet, um eben mehr daraus zu schöpfen. So. Man muss so wirklich in dem Mood sein, so dass du richtig sad bist, dass du was schreiben kannst, oder machst du es einfach so? Teils, teils. Also bei Jänner in Vienna, lass mal kurz überlegen. Ja, der erste Track, der ist ja eben noch so, also überhaupt Jänner in Vienna ist ja eigentlich, es ist ja wie eine Geschichte im Prinzip. Der erste Track ist so, ja, ich bin verliebt und so und ich will mit dir ein Kind und sowas. Und dann wird das halt immer so, immer mehr, dass, wie scheiße das alles ist so, und dass ich mich gar nicht will und sowas. Ja, also im Prinzip ist es wie eine Story halt so aufgebaut. Es geht im Endeffekt um ein Mädchen oder was? Ja, also die Tracks gingen größtenteils eigentlich um, ja, doch. Also in drei von den fünf Tracks ging es um eins. Mit der du in einer Beziehung warst oder was? Nein, nicht mal. Es war einfach nur so ein Crush im Prinzip. Und der hatte aber was? Das hat, na, eben nicht. Also das ist ja das. Oh, okay. Ja, voll. Sad. Das ist crazy. Aber eben manchmal trifft mich sowas einfach so mega krass. I know, so. Alter. Und ich wurde halt auch so ein bisschen verarscht, so keine Ahnung. So hingehalten und sowas. Ja, kennst du das, wenn du schreibst mit deinem Mädchen den ganzen Tag und du catchst so ur die Feelings? Aber eigentlich ist das ur der Bullshit. Weil es mega, es ist so dumm eigentlich. Weil ich fall oft einfach drauf rein. So. Eben, weil das Ding ist, erstens, teilweise machen das Mädchen so mit sau vielen Typen, einfach um die Teilzeit zu vertreiben. Sowas. Ja, voll. Und zweitens, aber du denkst selber, du bist was voll Besonderes, ja, du bist voll special für sie. Und genau. So. Und zweitens, das, wie du schreibst mit ihr, so ist es nicht in echt. Das, ne? Ja, voll. Das ist was anderes, eine andere Person fast. Ja, ich ist mein, echt so. Mädchen können so also sich dirty oder was, oder so, oder offen sein in DMs und sowas und Snapchat schreiben und sowas. Ja. Und in echt dann gar nicht so. Ja, voll. Das ist dann ganz anders, das ist eine andere Person. Ja. Aber das ist bei einem selber auch, oder bei mir selber ist das auch so. Es ist so. Ja. Und deshalb ist es, du darfst nicht den Fehler machen, dass du mit einem Mädchen so viel schreibst und dann, bevor du sie triffst. Ja. Also du musst schreiben, ein bisschen sie dann treffen und dann kannst du viel schreiben, wenn du willst. Ja, voll. Auch wenn ich es nice finde, so, wenn du eine Person hast, ein Mädchen, mit der du die ganze Zeit schreiben kannst und so einfach eine bisschen feminine Diskus, weißt du, so eine bisschen feminine Seite, nicht feminine Seite rauslassen, aber eine feminine Kontaktperson hast, das ist, was ich meine, mit der du die ganze Zeit schreiben kannst. Ja. Das kommt dir so ist vor. Schon nice, sowas einfach zu haben irgendwie. Genau. Das ist ein gutes Gefühl irgendwie. Hast du es jetzt im Moment? Mhm. Im Moment nichts. Nicht interessiert, oder? Ja. Ich bin auch zurzeit so ein bisschen eingespannt mit anderen Sachen. Focusing on your career. Ja, sozusagen. Ja. Glaubst du, es geht nicht, eine Freundin zu haben und sich auf die Karriere zu fokussieren? Ginge vielleicht schon, wenn es die richtige wäre, so. Ja. Aber, ja, schwierig. Wenn es zu viel Drama ist. Oder? Ja, na, ich finde vor allem jetzt so das Kennenlernen-Dings, ich habe irgendwie gar keinen Bock, mich jetzt groß darum zu kümmern, dass ich jetzt irgendwie, es ist ja trotzdem viel mit Energie verbunden, so, wenn du jetzt irgendwie eine neue kennenlernen möchtest und die halt noch gar nicht kennst im Prinzip, aber dann halt irgendwie was aufbauen möchtest und so und dich immer mit dir treffen musst und so. Ja. Es ist Halbzeitjob. Ja, oder Vollzeitjob, Bro. Ich hab das. Stimmt, hast du das nicht? Ja. Auch irgendwas. Ja. Diesen Tape, was ich gestern getroffen habe. Ja, voll. Safe. Ja. Ich hab's leider noch nicht komplett gehört. Ja. Ein, zwei Tracks hab ich gehört, war ganz nice eigentlich. Weißt du, wieso ich das gedroppt hab? Na? Ich bin aber gestern langweilig, okay? Und ich hatte diese Tracks liegen, so 5 Tracks, und ich hab irgendwie nichts gedroppt. Ich dachte mir, shit, ich hab Bock irgendwie was zu droppen. Ja. Und dann hab ich dieses Shit gemacht, dieses Don't Call Them Bitches Bro. Ich hab so ein Tumblr-Bild gesehen, auch in Loop, kennst du die Dudes? So ein Schild halten. So. Nein. Ist das nicht? Mit den Ohrringen und so, Lightskin. Okay. Aber im Endeffekt ist es auch nicht so gut geworden. Was halten die, so ein Schild halten die da ja, oben? Ja, so irgendwie,
Color your queen, not your bitch. Das alles. Okay. If she's a lady, treat her like a lady. Das alles. Okay, Was ich meine, so irgendwie um verstehe. Haus zu bekommen, also um Ladies zu attracten. Und ja, basically, dann dachte ich mir einfach, ja, okay, fuck it, ich droppe das einfach und ich nenne das so. Und dann habe ich einfach diese Tracks auch gelernt. Ja. Aber basically, ich wollte einfach was Ich finde den droppen, Namen bevor eigentlich das. ganz nice, muss ich Don't sagen. call them Ist bitches, cool. bro. Ja, Safe. echt cool. Auch wenn es nicht wirklich zum Tape passt, so. Von dem, über was ich rap, so. Aber, whatever. Ja, ich muss mir noch mal anhören, das Tape. Ja, ich finde es immer ganz interessant, Wie was. viele Tracks sind da drauf? Fünf. Fünf, geil, ja. Ich finde es immer ganz interessant, was du. Ein Track ist sogar über ein Jahr alt, was ich mit Booty Kiss gemacht habe. Letztes Jahr, Dezember oder sowas. Nein, Okay. vorletztes Jahr. Hat er den produziert? Nein, nein, das hat ein Taj. Der heißt Pop die Pussy. Pop die Pussy, Pop sie und mach Lucci Was? Lucci. Okay. Aber ja, aber ich finde es ganz interessant, Tracks zu droppen, so ohne Promo. Ich hasse es, Promo zu machen. Ich hasse Ja, es. ich auch. Es ist so anstrengend. Ja, Ich Mann, schwöre. das ist der größte Scheiß an Musik machen. So Promo. Ja. Aber du musst es machen, du musst es machen. Aber Eben. es nervt einfach. Auf jeden, ey. Auch Videos machen und Aber sowas. wie, Und dann Videos finde ist ich so. teilweise geil, so, weil. Ja, teilweise finde ich es auch geil, aber dann, ich finde dann, was überhaupt keinen Spaß macht, ist irgendwie so Promo-Videos zu machen. So, wenn du ein Video geschnitten hast, Musikvideo, dann auch dazu irgendwie, weißt du, so Insta-Story-Trailer und so ein Shit zu machen. Boah, Alter, macht überhaupt keinen Spaß. Deshalb mag ich die Playboi Carti, das macht das sowas, weißt du? Ich hätte gern einfach mal diesen Hype, dass ich so einen Scheiß nicht mehr machen muss, Ja, voll ich sondern einfach was auch, droppen kann, alle gehen crazy, ne? Ja. So, alle warten darauf, weißt du? Das ist Ja. so wie Lil Uzi, Eternal Take. Ja, Der voll. macht keine Promo, weißt du? Er braucht keine gescheite Promo machen. Seine Promo ist sicher auch mit Musik und sowas, aber der droppt das und alle gehen crazy, weißt du? Ja. Er wartet einfach ewig. Ist echt so. Man muss jetzt mal so auf dieses Level kommen, Ja, eben, und dafür musst du Promo ey. machen. Ja, eben. Das ist so Ja, bescheuert. ihr kennt einen Dude, der ist Tilo, mit dem reden wir mit Booty Kiss. Der hatte, also du kannst dir seine Musik anhören, schauen, was du denkst, aber der ist so 16 und der macht immer so Insta-Stories, wo er sagt: Ey, ihr Hurensöhne, alle, jetzt tu mal das in die Story und wenn ihr das nicht in die Story tut, sind ihr alle Nicht-Gönner und ihr fickt euch dann. Und jeder, der in die Okay. Story tut, der ist ein Ehrenmann und jeder, der nicht, der ist ein Hurensohn. Okay. Und 100 Leute tun das in die Story, der hat 300.000 Impressionen gehabt und hat so 1.500 Follower oder sowas, weil er einfach Damn, so. okay. Also bei manchen, ich weiß nicht, vielleicht probiere ich das auch mal, einfach die Ja. Follower beschimpfen oder Voll sowas. machen. Aber ja, das ist wirklich das Nervigste der Musik machen. So. Jeden, ey. Ja. Aber ja, deshalb, jetzt muss ich auch mir auch halt überlegen, wie ich das mache bei diesem Video, aber deshalb wollte ich einfach mal irgendwas droppen, um zu schauen. Ja, voll. Ist auch eben das Ding, so ich habe auch immer relativ viel jetzt so zurückgehalten von Tracks, weil ich mir einfach gedacht habe, so die sind es nicht wert, irgendwie, dass ich die einfach so raushau, so, weil ich finde die mega gut, so, und dann wollte ich sie nicht einfach so verschwenden, in Anführungszeichen. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem, du bist, also, musst so sehen, so, du bist Dienstleister, Musiker so, deine Dienstleistung ist es irgendwie, oder dein Produkt ist ja die Musik so. Und im Endeffekt musst du ja einfach nur Musik raushauen, damit die Leute das auch hören so. Man darf das irgendwie nicht, darf es nicht ganz so eng sehen, dass man das zurückhalten muss und sowas. Man muss es ein bisschen, muss sich ein bisschen freier bewegen können so mit seiner Musik. Und ich glaube, low-key Singles droppen kriegt mir immer mehr Aufmerksamkeit, wenn Ja, du Album voll, droppst. auf jeden Fall. Und das ist so das Kommt Nerv. aber natürlich, würde ich auch sagen, kommt drauf an, welchem Level du bist. So, Ja, wenn chill. jetzt eben Lil Uzi Eternal Take droppen Ey, würdest, dann wäre es komplett krank. Wenn ey, jetzt ein Song droppt, geht es auch schon krank, aber das ist jetzt nicht so, also wäre jetzt nicht so krass, wie wenn jetzt true, Eternal Take droppen true, würde. Aber bei true. uns, so Untergrund, würde ich Ja. auch sagen, auf jeden Fall Singles bringen auf jeden Fall viel mehr als Alben oder EP-Releases. Und du hast mir irgendwann diese Geschichte erzählt. War das auch dieses Mädchen, wo du reicht nicht von reicht nicht Ah dieses Buch ja, geschrieben? Weil du hast. das war wer anders. Das war Was eine war andere. anders? Was ist da passiert? Da war ich im Club, hab mit einer rumgemacht so, und war halt so schwer verliebt an dem Tag. In die? Ja, so, bei mir ist es, keine Ahnung, ich bin da. Sucker for love. Ja, sehr. Wollte mich am nächsten Tag mit ihr treffen. Und
dann wollte sie nicht mehr und so, und dann war ich halt einfach voll down, so, war ich einfach voll sad. Und dann habe ich halt eben die Hook davon, habe ich halt einfach so geschrieben wie ein Gedicht im Prinzip. Okay. Ich hatte noch gar kein Beat dazu. Und die Hook habe ich halt einfach so runtergeschrieben. Und dann bin ich, eine Woche später bin ich dann nochmal drauf gekommen. Und dann habe ich ein Beat gesucht dazu und habe ich gleich den passenden gefunden. Okay. Und der war mega geil, der Beat. Und dann habe ich halt den Rest dazu gemacht noch. Und ja. Wie gehst du damit um, wenn du so in Heartbreak-Mood bist? Hörst du diese traurige Musik an, oder? Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so... Ich glaube, so traurige Musik höre ich dann gar nicht an. Ich höre generell ja nicht viel auch traurige Musik. So. Ah, okay. Ja, aber ich habe dann eher... Also jetzt eben bei dem letzten, bei Jan in Vienna, da habe ich 3 Tracks, die habe ich so in einer Nacht sozusagen geschrieben. Also da, wo ich das eben erfahren habe im Prinzip, so dass es mit uns nichts wird. So, da war ich wirklich mega down. Okay. Und ich musste mich einfach ablenken, so. Sheesh. Und dann bin ich in der Nacht, bin ich halt einfach so da gesessen in meinem Zimmer, hab geschrieben, hab dann recorded, hab dann wieder neue Beats angehört und so, hab dann wieder geschrieben, wieder recorded und so. Und ich hab, ja, also ich musste mich dann einfach ablenken, so. Und war dann bis um 6 Uhr in der Früh oder so einfach da gesessen, hab einfach nur Musik gemacht. Straight. Also selbst Musik machen, statt Musik hören, findest du? Ja, würde ich schon sagen, hilft. Kennst du von? Rum Riddles, Summer Bummer? Nee. Is what a bummer, we didn't even make it to the summer. Nee, kenn ich auch nicht. Okay, ja, das war mein Song. Okay. Ich schon gemacht, ja. Ja, Rum Riddles auch beste, Alter. Ja, man, Rum Riddles. Aber er macht eher so happy Musik. Ja, voll. Aber ich finde es geil an ihm ist so, dass es so krass vielseitig ist irgendwie. Er macht mal so, dann macht er mal dieses, so was Poppiges. True. Dieses Woke up, woke up with a fuck you. Ja, genau, voll. Feeling good this morning. So was komplett anderes, ja, genau, irgendwie. Ja, so was wollte ich auch mal so ein Aufsteh-Anthem. Das ist so productive, ja. Things, let's get it. Ja. Let's get this bread. Weißt du, was ich meinte? Ja. Wenn ich das höre, wenn ich aufstehe und es Sonne scheint, oder ich denke, hell yeah, let's voll get man. It. Wenn du aufstehst und du hörst Switchblades, Cocaine, dann bist du nicht so in dem Mood. Nein, echt nicht. Aber ja, deshalb versuche ich jetzt auch eher so Musik zu machen, motivieren. Das sage ich immer. Aber mache ich dann im Endeffekt eh nicht. Ich mache einfach was. Voll. Aber glaubst du, es bringt etwas, als dadurch, dass du Soundcloud-Rapper bist, dass du so Haus bekommst? Nein. Nein? Ja. Würde ich nicht sagen. Zumindest, ich lege es auch überhaupt nicht darauf an, so. Also, ich, keine Ahnung. Ich finde es persönlich immer noch ein bisschen unangenehm irgendwie mit meiner Musikerpersönlichkeit irgendwie, dass ich da das so ausnutze irgendwie. Ich weiß, es fühlt sich immer noch ein bisschen falsch an. Und magst du generell One-Night-Stands oder suchst du eher eine Beziehung für dich? Oder magst du das überhaupt? Ich würde sagen, mal so irgendwie. Es kommt, wie es kommt irgendwie. So. Okay. Ja. Also ich glaub, Beziehung wäre auch nice so. Also ich bin eher so relativ offen, würde ich mal sagen. Also wenn es passt mit einer, dann wäre ich auch für eine Beziehung offen. Und wenn nicht, dann halt nicht so. Ja, wie du zuerst geredet hast, wirkst so, als würdest du eher nach einem One-Night-Stand sagen, so, yo, lass uns doch mal ins Kino gehen jetzt und so. Ja, es ist, keine Ahnung. Also es ist mal so, es immer, kommt auf die Mood an, würde ich irgendwie sagen. Aber das heißt, dieses Mädchen, über das du rappst, mit der du was wolltest und die wollten nichts mit dir, sie hat dich so gefriendzoned oder sie hat sich... Ja, im Prinzip schon so. Sie hat ja gemeint so, dass sie... sie hat dann eben gemeint, so, ja, dass sie im Prinzip einen Freund hat, so. Okay. Aber da, wo wir halt so uns kennengelernt haben und so, hatte sie halt noch keinen Freund und es hat sich so angefühlt, als ob da mehr draus werden könnte. Okay. Und dann habe ich halt eben das erfahren. Ja. Und dann war es für mich vorbei, so. Und dann war es das sehr, ja. Und dann habe ich mich eingeschlossen. Einfach Musik gemacht. Also kann ich echt eigentlich nur empfehlen, trotzdem. So, wenn man selber sich wegzuschießen. Ja, auf jeden Fall. Also da habe ich mir auch noch gedacht, so, ja, ich werde mich jetzt voll wegballern und so.
Ich habe mir, glaube ich, auch ein Bier gekauft oder ein Radler, ich weiß ein gar Bier, nicht. sheesh. Ja, oder zwei, Straight keine and Ahnung. Beer. Ja. Aber dann glaube ich, oh, glaube ich, in der Nacht trotzdem gar nichts getrunken, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Und habe mich einfach nur hingesetzt und einfach nur runtergeschrieben, so, was mir eingefallen ist. Ja, daraus sind dann eben Gesicht ist so daraus entstanden. Braucht sie nicht, ist so entstanden. Viele sagen, braucht sie nicht, hat ihnen so geholfen, Ja. über ein Mädchen wegzukommen, gell? Hast du auf Instagram immer. Ja, voll. Fand ich auch mega verrückt, weil ich hätte nicht gedacht, dass Brauchst du nicht so der Track wäre. Also ich habe eben so Umfrage gemacht, so was ist euer Fave Track. Und die meisten haben eben gesagt, brauchst du nicht. Und hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, so das Was brauchst du sagtest nicht. du? Ich dachte eher Gesicht, dass das. Gesicht ist Feuer, Ja. auch die Melodie von der Hook ist Feuer. Ja, Und danke. reicht nicht, finde ich Feuer. Ja. Danke. Eben reicht nicht, ist ja schon viel älter. Der Das ist, glaube ich, auch schon 2 Jahre alt oder so eigentlich. du nie gedroppt hast. Ja. Den wollte ich nie raushauen. Ja. Glaubst du, du kannst leben jetzt von Musik? Jetzt? Ja. Auf gar keinen Fall. Also ich weiß, dass ich Oder jetzt nicht von der Musik leben kann zur Zeit. wie machst du Geld jetzt mit Musik? Oder machst du Geld? Oder Ja, ich was sind mache deine im. Wege? Ja, also mit Musik mache ich ein bisschen Geld, aber halt echt. Es ist eigentlich nicht wirklich der Rede wert, was ich mit Musik für Geld mache. Was sind die Einkommens, was sind die Income Streams? Spotify größtenteils. Besser als Shows? Ach so, nein, stimmt, Shows, ja. Ah, okay. Shows sind eigentlich so, stimmt. Shows sind eigentlich so das Größte. Ja, sonst eigentlich eh fast nur Spotify, Apple Music halt und so, SoundCloud ne? SoundCloud nicht, so. SoundCloud will der, keine Ahnung, das muss ich 8 € zahlen im Ja, safe. Monat. So, mache ich nicht, Wird sich keine nicht Ahnung, auszahlen na, lassen. eh nicht. Aber die Vor Stats sind allem, geil und sowas. ja, eben, Stats sind nicht schlecht, aber so mega gut sind sie jetzt auch nicht. True. Eben, ich weiß nicht, ob sich sowas überhaupt rentieren wird. Und noch dazu, eben in Deutschland ist der Soundcloud eben schon mit Werbung. Also in Österreich kannst du es ja eben noch ganz chillig benutzen, so ist eigentlich voll nice, aber in Deutschland ist es ja mega der Abfuck. Da denke ich mir auch, Alter, da investiere ich doch nicht, wenn man in Deutschland das nicht mehr richtig nutzen kann. So. Ja, eben so, dann höre ich So. mir die Tracks nicht an, wenn da eine Ja, Werbung ist, eben. so Und die weißt meisten haben dann du. eh wieder Spotify. So, dann Eben. bringt mir das nicht, dass ich was für Soundcloud was Das bezahle. einzig Chillige an SoundCloud ist halt, dass du die Beats nicht kaufen musst. So. Ja. Deshalb könnte ich dieses Tape auch nicht auf Spotify tun, weil da muss ich 100 € ausgeben für die Ja, Beats. Ich habe voll. irgendwelche Beats benutzt, weißt du? Ja. Deshalb muss ich jetzt auch immer schauen, dass die Beats entweder von Homies sind oder das selbst mache oder mit Voll. Soundtracks oder was weiß Da ich. bin ich jetzt immer auch schon dran. Eben seit Jan in Vienna. So, das ist das erste Projekt eigentlich so von mir, wo ich eben Beats von Leuten genommen habe, die ich kenne. Oder, ja, genau. Wen hast du? Was sind die Producer? Die Producer sind Felizi, aka Flixi, bester Mann. Felizi ist so für mich auf jeden Fall einer der krassesten im deutschen Rap, so. Wirklich, Übelst. Also wirklich. für Felizi habe ich echt mega Respekt, weil er macht richtig krasse Beats und seine Tracks, wo er eben selber rappt und singt und so, sind auch mega geil. So, er hat es voll verstanden, so finde ich. Also musikalisch ist er echt einer der krassesten, die ich kenne, so. Ah, er steht Flixi, gell? Heißt er jetzt so, oder was? Ja. Ah, Früher okay. Felice, jetzt heißt er Flixi. Flixi, Lila und... Genau, Flixi Lila. Josie. Das ist. Der hat für Edwin seine letzte oder seine erste EP hat er, glaube ich, komplett produziert. Auch mega, mega talentierter Producer auf jeden Fall. Irgendein Dude hat ja auch einen Track gemacht, der Waldemar heißt, gell? Ja, ja voll. Wie heißt der nochmal? Döll. Der spielt am Splash, gell? Ja. Richtig heftig, Ja, Alter. Shoutout an Döll auf jeden Fall. Danke für den Track. Ich habe den gar nicht gehört. Da geht's da um dich, oder was? Na, es geht keine Ahnung, um Spielsucht oder sowas, so einen Typen, der Spielsucht hat. Ich weiß nicht, ob er von sich redet oder von wem anderen, den er so kennt. Wie soll der Waldemar genannt? Ja, weiß ich nicht. Der Name wird, Er glaube darf es ich, auf jeden Fall nicht nicht als mal. vergehen, Waldemar. Ich glaube, der Name wird nicht mal gedroppt in dem Track. Echt? Ja. Okay. Fahrst du auf Splash eigentlich? Ich fahre dieses Jahr aus Splash, ja. Same. Ja? Ja. Nice, war geil. Ja, safe. Ja, ich hab Bock. Das ist mein Splash. erstes Mal. Ja? Warst du schon öfters, gell? Na, ich war bloß einmal Ah, bis nur jetzt. 2012 oder was? Ja.
Okay, ja, ich war einmal beim Festival Electric Love, wenn du das kennst. Ja, habe ich schon mal gehört, irgendwie. Ist das in Österreich? Ja, in Salzburg oder sowas. Okay. Das ist so EDM oder so. Ich weiß Aha. nicht wirklich, ich kenne mich da auch nicht aus. Ja. Aber ich wurde irgendwie überredet und, beziehungsweise das war so spontan, 2 Tage davor haben wir Tickets gekauft und hingefahren. Zweiter Tag ist so ein Unwetter, dass mein Zelt weg war plötzlich. Was? Und dann, und ein Homie von mir, ich werde nicht sagen wer, aber er war so scheiß besoffen an dem Tag, okay? Und zum Mittag, so wirklich, wie ich ihn noch nie gesehen habe, am Abend waren wir alle ganz nass, ohne Zelt, also ich ohne Zelt, ohne Sachen. Dann sind wir einfach nach Hause gefahren am gleichen Abend noch und er ist uns gefahren. Damn, Alter. Aber ja, wir sind alle gut angekommen, also fuck it. Ja, voll, ist alles noch gut gegangen. Ich war jetzt auch schon ewig nicht mehr auf dem Festival, glaube ich. Ja, schon länger nicht mehr. Mit, fast mit Homies, oder? Ja, also bis jetzt waren wir nur zu zweit, haben wir es halt Okay. ausgemacht. Wir haben zu zweit einfach die Tickets gekauft, weil wir halt unbedingt auch mal dahin wollten und wir gerade mal Kohle hatten. Ich gedacht, ja komm, fuck it. Ich finde die Ex halt auch nicht so heftig dort. Ich finde dieses Jahr leider auch nicht so nice. Eben das eine Jahr, wo ich dort war, war mega geil. Da war Okay. halt so, A$AP Rocky war da. Er ist auch Disney, Ja, aber damals war das halt erst gerade so ja? Er ist auch aufgekommen. noch was anderes Ja, damals. das 2012, das war da, da hatte er das, ich glaube, da hatte er noch nicht mal sein erstes Album draußen, sondern nur das Tape, Live Love A$AP, glaube ich, war das. Okay. Alter, das war so gut. Also A$AP Rocky war echt mega nice auch, den mal gesehen zu haben. Das war auch die Sache irgendwie, ich war damals auch so großer Masimoto-Fan, Materia-Fan, so, obwohl Materia war ich nicht, so eher Masimoto. Okay. Und Masimoto war halt eben live, so Mainstage, zeitgleich zu A$AP Rocky. Und ich habe noch ewig überlegt gehabt, soll ich zu dem oder soll ich zu dem? Und im Endeffekt war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung, zu A$AP Rocky zu gehen. Masimoto auf Splash, habe ich gesehen, die Videos, das ist auch, wo er Komplett ausgerastet. diesen Joint in die Menge getan, gell? Ja. Also, der so riesig war. Ja. Also, Echt. aufgeblasener, Ja, kein voll. normaler Joint. Also nicht so, oh, Cypress ja, dein Hill-mäßig. Joint. Bei The Pump gibt es auch so ein Video, wo so ein Pound in die Menge hat. Echt? Ja, also, oh, viele Leute machen das. Damn. Besonders Mach ich Lil. auch irgendwann mal. Ein Gramm in die Ja, einfach nur so echtes Menge Gras. So vom hauen. Rasen einfach. CBD. Alles Ja. CBD. Ja, Mann. Aber ja, es wird. Ich gehe hauptsächlich einfach zu connecten so und für Ja, halt bei mir auch. mit Leuten zu chillen und für die Party dort. So. Ich meine, die Acts sind jetzt auch nicht so wichtig. Ich meine, wo zum Beispiel sicke Acts waren bei Rolling Loud, kennst du das? In Ja, voll. Aber USA ist sowieso komplett geisteskrank. Also was die da für Touren und Act, für Touren und Festivals haben, Alter. Also ganz ehrlich, so kannst du nur träumen genau, das fehlt, aber Bro, hoffentlich hier. kommt das. Ich will, dass die Szene in Wien geiler wird, you know? Ja, voll. Wird schon gern. Arbeiten dran. Und was war für dich die beste Show, die du gespielt hast, denkst du? Die Geister. Die ich selber gespielt habe. Ja, war auf jeden Fall im Flex. Im Flex, wo ich dabei war. Da wo du auch warst, Ah, ja. Wo wir okay. uns das erste Mal getroffen haben. Ja, safe. Ja. Das war auf jeden Fall meine beste. Also für mich persönlich auch. Was hat die Show geil gemacht? Die Leute, die Energy, irgendwie so. Es war Sommer. Das war auch richtig geil. Safe. So, es war heiß und so. Ja, war auf jeden Fall mega Dann eine andere nice, Show, wo Mann. ich war von dir, ist beim Grillix halt. Ja, voll, ja. Stimmt. Wie fandest du die? Die war auch geil. Ja. Das war so, würde ich auch sagen, so mein zweitgeilster Auftritt. Mit Fuchtmax warst du da, wo ich Genau, da Focus dabei habe war, ich ja nur oder? einen Ja, Track gespielt, ja. safe. Ja. Findest du es geil? Aber da fandest du nicht so nice aufzutreten mit der Kamera, meintest du, gell? Doch, also da mit Fruchtmax war es eben mega nice. Weil Fruchtmax halt schon eine Größe ist, so er hat schon ein Publikum und es kommen genügend Leute wegen ihm und die rasten halt auch aus. Deswegen war es nice Okay. in Kamera. Wo ich selber Kamera gespielt habe als Act, war es halt nicht so nice. Okay. Ja, weil ich halt einfach nicht so groß bin in Wien oder Ja, überhaupt safe. so. Und die Leute sind halt da gestanden und sowas, Da schauen weißt sie zu. du? Ja, voll. Und es ist hell und so, die Lichter sind noch an und sowas. Ja, ist halt nicht so nice. Und es war auch erst mein zweiter Auftritt da, na, obwohl, mein dritter, glaube ich. Zweiter oder Ich dritter, habe ich auch weiß nicht. einmal gespielt in der Kamera. Ja. Stimmt, ja, du hast mir erzählt. Das habe ich aber genauso 2 Stunden announced, bevor es war, weil ich es so vergessen habe. Ja. Und dann waren halt so
15 Leute oder sowas, aber es war nur bei diesem DJ-Pult. Also für die, die halt dort waren, kannten das so. Und ich so, war es eigentlich ganz funny. Ja. Bis auf dieses eine Mädchen, das immer gekommen ist und mein Mic wegnehmen wollte. Echt? Ja, so weiß ich, kenne Alice D, aber Ja. alles gut. Kenne ich so vom Hören. Babu oder so, glaube ich, ist Ja, auch safe. bekannt, ne? Die ist bei China zum Beispiel folgt gewesen. Ah ja. Aber ur viele ja, die rappen in Wien, fahren so nach Deutschland, um Musik zu machen. Ja, ist einfach ein größerer Markt, so, ist eh klar. Was sind so die Nachteile so in Wien? Wien, also ich finde, dass in Wien diese Arschkriecherei, das Eierlecken von den anderen größeren Leuten, die irgendwie Connections zur Industrie haben und sowas, dass es irgendwie viel krasser ist als. Was meinst du genau? Ja, dass halt irgendwie sich die Leute, weißt schon, es kommt irgendein komplett neuer Rapper, so der noch gar nichts vorzuweisen hat im Prinzip. Der kennt aber irgendwen, weil dem sein Homie, dem sein Bruder, von ihm der Kumpel, der Vater, arbeitet bei Universal oder sowas. So. Und kommt dann so irgendwie zur Connection, dass sie dann irgendwie Budget haben für ihn und ja, sich irgendwie so aufbauen können oder den Künstler aufbauen können. Okay. Und ja, das ist halt so, es sind so viele Industry Plans einfach In Wien? in Wien, kommt mir vor, ja. Ich finde schon irgendwie. Ich meine, in Wien so. Jetzt, wenn Wien groß ist als Rapper. Ja. Okay, Wiener Rapper. Ja. Ralph Kamora. Ja. Aber der hat sich lange Der ist. aufgebaut, so to be honest. Ralph Ja, Kamora. voll. Young Horn, der hat sich auch. Ich meine, der hat sich Ja, auch voll. Er aufgebaut. hat sich auch eben. Klar, eben. Ralph Kamora, Young Horn, so, die sind ja. Eben. Bei denen ist was anderes so, Dann finde gibt's ich. Weil YouTube. die waren nämlich kein. Die sind nicht in Wien. Richtig krass. So. Von nichts gekommen. Weißt du? Die haben halt schon was. Die haben was. Die können auf jeden Fall was so. Und die haben selber Sachen gemacht und sowas. Dann, wer jetzt groß ist, oder jetzt größer geworden ist, als wenigstens Hugo Uyens zum Beispiel. Ja, das ist so. Das kam mir auch so vor. Es kam so Okay. aus dem Nichts irgendwie so. Er hatte auf einmal Videos. Also, obwohl ich will eigentlich gar nichts sagen, weil ich kenne von ihm eigentlich auch gar nicht so viel. Und er ist eh voll der korrekte Typ so. Aber ich kenne jetzt von ihm eigentlich nichts so, wo es mir nicht so vorgekommen ist, als ob Industry dahinter steckt. Ja, Weißt du, was ich safe. meine? Es Ich war meine, immer so, das vielleicht. erste Video von ihm war, glaube ich, so mit Weiß in Connection oder sowas. Oder hat auf jeden Fall schon Budget irgendwie drin Ja, gehabt. safe. Ja. Aber ich denke, wenn du, angenommen du hättest die Connections, würdest du es machen? Es kommt auf Der das. sagt dir, ey Bro, ich gebe dir 100.000 Euro und wir machen dich groß und dann. Würde ich wahrscheinlich machen, ja. So, Ja. weil wahrscheinlich so, kann ich nicht sagen. Ich muss auch sagen, es kommt auf das Label drauf an. Bei wem ich sehr gerne signen würde, ultra gerne, wäre bei Ja. Crow. Weil Ah. Crow ist für mich der krasseste so. Im Okay. Mainstream deutschen Rap so. Wirklich. Ja. Finde ich auf jeden Fall. Bei Crow, den habe ich eben auch schon damals, wo noch vor Easy, Ja. da hat Kars getweetet irgendwie, Yes, dass yes. er Crow, hat ihn so gefragt, ja, wer ist dieser Crow Yes. und so. Kann Und mich mein Bruder hat das erinnern. gesehen und er hat mir dann das gezeigt und so. Safe. Und dann hat er mir Crow gezeigt, mein Bruder. Und ich dachte so, Alter, was zur Hölle, Mann, wie geil ist das denn? Das war Yes. mega krass, ohne Bro, bei Scheiß. mir war es genauso, Alter. Ich Ja. war so. Ich habe alle Crow-RBA-Runden auswendig gekannt. Kennst du RBA? Ja, voll. Von dem habe ich nur ein, zwei Runden oder sowas gehört. Ich. Lyric hieß der, glaube ich, Ja, oder? Lyric. Ja, voll. Ja, deshalb habe ich damals auch RBA gemacht, wie ich so 13 war. Echt, dass du Ja. RBA Und weißt du, was ich gemacht? gemacht habe? Geil. Ich habe mit den Apple-Kopfhörern aufgenommen, mit GarageBand halt. Ja. Und im Intro habe ich immer so getan, als würde ich einen Joint rauchen oder sowas. So Lil Ja. Wayne-mäßig.
Und dann, ich kann die Tracks ja auch noch alle auswendig von damals. Ja. Das war so richtig stupid, Alter. Weil es ist eine ganz nice Art, so um rappen zu lernen. Ja. Weil viele Leute, die halt jetzt einfach so beginnen zu rappen, checken das mit dem Flow nicht, weißt du? Und das Voll. ist halt auch eine Sache, die man lernen muss mit der Zeit, so. Auf jeden Fall. So heutzutage die ganzen Rapper, die kleinen, die sind halt so, die machen halt immer dasselbe, so keine Ahnung. Ich finde so viele, vor allem Soundcloud-mäßig, so alle klingen wie Young Hoon und Johnny Five. So fast alle, die neu aufkommen, so die ersten Tracks halt rausbringen und sowas. Also Die okay, sind alle so. so, ja, die machen alle so Young Hoon und Johnny Also Five, musst doch, Playboi Carti-mäßig auch so also viel. musst doch sagen, von wo hat Young Hoon sein Style, weißt du, was ich meine? Ja, eh. Young Hoon hat ja auch nicht Trap erfunden, weißt du, was ich meine? Young Hoon Eh hat ja auch sein klar, Style von wo klar. Aber er und hat einen die. eigenen Flow, finde ich schon, im Deutschen etabliert. Aber in manchen Tracks so merkst du auch, zum Beispiel, wieso? Ich meine, so, ich fick mit Young Hoon, weißt du, ich find seine Musik geil und sowas und ich habe Young Hoon gefickt. Ich habe mit Young Hoon Ich gefickt. habe ja Uhren gefickt damals auf der Ich Donauinsel. habe mit Young Hoon gefickt, so seit diesem Bitch, ich bin der Killer-Track. Kennst du den? Na. Aber bei vielen Tracks merke ich halt, dass es einfach ein Track ist von Lil Pump oder von Kodak oder sowas, oder einfach übersetzt zum Beispiel. Kennst du, wieso? Young Hoon, wieso machst du das? Wieso sagst du das? Wieso bist du so gemein? Das ist Ach so, Kodak, why you move ja, like that? like Why you do that. Ja, voll. that? Ja. Oder ist es okay, ich glaube, oder heißt der Track, oder okay, ich weiß nicht mehr. Ja, voll. Aber es gibt das Geige von Lil Pump und Smoke Purp, okay, I fuck a bitch, okay. Aber ich finde es Es schon ist. was anderes. Und ich finde, wenn Young Hoon, also es gibt ja so die Hooks eben, was du jetzt gesagt hast, waren ja eigentlich eher so die Hooks von ihm. Da sehe ich das, ja, kann man auch so sagen. Aber ich finde eben so seine Parts, die haben ja schon oft irgendwie so diesen selben Flow, True, weißt du? true. Und das ist das, was die ganzen Soundcloud-Rapper halt eben nachmachen, so. Und ja, aber weißt, ich finde, Young Horn hat mega geile Tracks jetzt auch. Dieses, oder geile Videos auch, was er gedroppt hat. Ich habe keinen Plan, wie das heißt, aber das, wo er so auf dem Motorrad sitzt und die Kamera ist still, aber es bewegt sich so. Kennst du das? Keine Ahnung. Oder wo dieses Buch, diese Bibel hat oder sowas? Dieses Mädchen sitzt im Park. Wurscht. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel Young Hoon in letzter Okay, Zeit aber auf gehört, jeden so. Fall, ich denke mir, wenn du beginnst mit Rappen, wirst du oft zuerst etwas nachmachen, irgendeinen Ja, anderen klar, Rapper. voll. Mit der Zeit, wenn du mehr Erfahrung hast, findest du deinen eigenen Style, weißt du? Ja, das Und stimmt. deshalb so, wenn du beginnst und du hörst dich an wie Young Hoon ein bisschen so, es ist halt so, weißt du, am Anfang, weil du kannst ja nicht direkt so deinen eigenen Style, weißt du, Ey, pepeln klar, am meisten voll. so. Ey, so, ich Und wenn finde es auch ein geiler so. Track ist, dann ist es ein geiler Track im Endeffekt. Ja, also, ich meine, es kann jeder machen, wie er will und so. Und ich habe auch angefangen, dass ich irgendwelche Rapper im Prinzip nachgemacht habe, so irgendwie Flows übernommen habe und dies, das. Oder mich an irgendwelchen orientiert habe. Aber so, die können alle machen, was sie wollen und so, aber ich kann mir sowas halt nicht geben. Wenn Ja, das wirklich. für mich halt eben so, also sobald es eben so ein Ding hat, es klingt wie Young Hoon oder so, es klingt wie Johnny Five oder Playboi Carti oder es klingt wie Travis Scott oder sowas. Dann denk ich schon automatisch so, okay, kann ich ausmachen, so kann ich auch original hören. Sehr viele wollen so wie Johnny Five klingen. Also Ja. das merke ich schon. Sehr viele wollen diesen Johnny Five Flow machen Ja, und voll. so. Ich meine, ich kann es Ja. nachvollziehen, so, weil es ist halt sehr easy, so zu rappen, so. Genau. Und ich meine, irgendwann hat es etabliert, Johnny Five hat es etabliert, so. Es ist sein Ding, so. Deswegen ist es bei ihm ist es so gerechtfertigt, bei ihm ist es halt so original. So cool, kann er machen, so. Im Endeffekt Aber alle so. anderen, so, die einfach das nachmachen, das Im Endeffekt kann man glaube ich nicht mir, geben. es gibt nichts Originales. Das mochte ich. Young Hoon hat irgend so einen Track gedroppt, du bist fake. Und im Endeffekt glaube ich mir, es gibt nichts, was original ist. So, du hast alles von Stimmt, irgendwo. ja. Irgendwo hast du immer die Inspiration her, weißt du, was ich Klar, meine? voll. Und wenn du die Inspiration von etwas suchst, was nicht so poppin ist, dann ist es plötzlich original, weil die anderen kennen es nicht, weißt du? Ja, Wenn du die das stimmt, Inspiration ja. von dem Mainstream holst und versuchst genauso wie Cardi zu klingen, okay, zum Beispiel,
dann werden sie sagen, okay, du bist ein Biter. Wenn du die Inspiration holst von irgendeinem Underground-Dude und die in Wien kennen das noch nicht, weißt du? Aber die, die halt so wie Young Horn sich auskennen mit Rap und halt sowas hören, die kennen das und die wissen das, weißt du? Ja. Und die, die das nicht kennen, die sagen, oh, das ist Young Horn, das ist ganz neu und sowas, weißt du? Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Aber es gibt auch einen Unterschied, finde ich, ob du es weitest, ob du es klaust oder ob du dich inspirieren lässt und dann dein eigenes Okay. Ding draus machst. So. Okay. Weil, ja, man kann eben so, ich finde jetzt, nehmen wir einfach mal den Young Huren-Track, den Kodak Black, was so mäßig war. So, er hat sich halt inspirieren lassen, sage ich jetzt einfach mal, Ja, safe. von Kodak Black, aber er hat trotzdem sein eigenes Ding gemacht, nochmal seine Safe, eigene safe, safe. Sauce drauf gemacht. So. Safe, safe, safe. Und das finde ich wiederum ist legitim so. Aber bei den ganzen Soundcloud-Rappern eben, wenn wir wieder darauf zurückkommen, die klingen oder die wollen halt so eins zu eins klingen wie Young Horn oder Johnny Aber Five. ich glaube auch, wenn die Leute sich das länger machen und sich so weiterentwickeln, weißt du, Klar, und voll, dann. dann merkt man das auch selber so, dass es Ja. nicht so cool ist und sowas und dann Oder will man halt auch selber sein eigenes einfach, Ding weil du machen. selbst deinen eigenen Sound findest irgendwann. Weil am Ja, Anfang ist das voll. immer schwer so. Und dann, du bist halt, Klar, auf jeden Fall. du hörst die ganze Zeit Young Horn und dann hörst du dich auch ein bisschen so an. Weil ich habe jetzt in letzter Zeit so viel negativ OG gehört, gell? Du kennst ihn, oder? Ja, hast du mir schon mal erzählt. Ja, safe. Ja. Und ich merke halt so, dass ich dann den Track gemacht habe. Denn der ist eh auch auf der EP, der ist behindert. Und den habe ich mit Budikiss gemacht vor 2 Tagen, weil er hat mir so Beats gezeigt. Ich habe so gesagt, okay, lass noch schnell einen Track machen, wenn du hier bist. Und dann, Hast du noch mal Zigarette? yes, safe. Und dann habe ich gemerkt, dass ich teilweise mir Lines in den Kopf kommen, die negativ sagen würde. Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich so, okay, ich muss ein bisschen chillen. So. Ich darf Ja. nicht genauso was machen, weil es ist was anderes, auch wenn du dich von einem Underground amerikanischen Rap inspirieren lässt, wie von einem Deutschen, der auf einem ähnlichen, weißt du, was ich Ja, meine? voll. Ja, ich habe das selber bei mir auch oft gemerkt, so, dass ich trotzdem auch viel mich inspirieren lasse so von anderen oder dass es dann so klingt wie bei anderen, so merke ich selber auch. Merkst du, dass Leute bei dir beiden? Wäre mir so noch nicht aufgefallen. 20. Ich manchmal ein bisschen so, teilweise Ja. so Sachen, die ich sage, die sie dann halt auch sagen. Zum Beispiel, ich habe früher mal ein bisschen deppert gesagt vor den Tracks oder so. Dann habe ich das halt gehört. Aber es ist halt so, whatever, weißt du, ich finde das eigentlich nice. Ja, also ich würde es wahrscheinlich auch nice finden, dann wenn Leute mich biten würden und so. Aber wäre mir bis jetzt eigentlich nicht aufgefallen, wirklich. Es ist halt, du findest es nice, bis die dann größer werden damit als du. Und Ja. dann du denkst, Ja, das war meine voll. Idee. Stimmt, ja. Okay, passt. Ja, dann frage ich dich noch, ich sag dir eine Sache und du sagst overrated oder underrated. Okay. Und du sagst wieso. Es geht. So, Designer, Klamotten und Jewelry. Puh. Boah, das ist gleich eine schwierige Frage, muss ich sagen. Würde ich aber sagen, overrated trotzdem. So. Weil du es nicht brauchst. So. Du kannst deinen Drip, deinen Swag, kannst du auch anders kommunizieren. So, da musst du keine 500 € Prada-Tasche kaufen oder sowas, damit du irgendwie flexen kannst oder so, damit du einen nicen Style rocken kannst Das oder heißt, so. du willst nicht machen, wenn du viel Para hättest. Doch, das ist eben. Ah, Also, okay. wenn ich dann trotzdem richtig viel Cash hätte, so, dann würde ich mir auch die ein oder anderen Designer-Sachen holen, so, weil die halt trotzdem qualitativ natürlich oft auch gut sind. Aber auch designmäßig halt auch nice sind so. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt, ich will mir jetzt nicht die Gucci-Bauchtasche kaufen, weil die teuer ist und weil da Ja. Gucci draufsteht, sondern ich würde mir halt dann ein Stück ziehen, was halt auch designtechnisch einfach geil aussieht so. Okay, safe. Also es muss halt, es ist egal im Endeffekt, ob das teuer war, ob es Designer ist, ob es billig war so, ob es Secondhand war, ich kaufe selber viel Secondhand. Ist scheißegal, also es muss einfach nur nice sein. Okay. SoundCloud. SoundCloud, würde ich auch sagen, ist zurzeit overrated. Overrated. Ja. SoundCloud war früher cool, so, aber irgendwie nicht mehr so nice, keine Ahnung. Irgendwie, wie gesagt, so, ich finde eben die neuen, die ich auf SoundCloud entdecke, großteils,
klingen, wollen alle gleich klingen irgendwie. So. Okay. Und alle fahren diesen Trap-Film irgendwie, weil sie nicht langweilt mich irgendwie. Okay. So früher, wo ich eben auch angefangen habe mit SoundCloud und so. Also ich bin ja eh schon ziemlich lang auf SoundCloud. Aber seitdem ich eben selber Musik auch auf SoundCloud hochgeladen habe, so zu der Zeit war ich halt richtig krass auf SoundCloud unterwegs. Also finde ich echt stundenlang, nächtelang einfach nur auf SoundCloud gegrindet und hab den angehört und hab von dem die Likes angehört und von dem dann wieder, was weiß ich was, so halt komplett geisteskrank teilweise. Und da habe ich halt richtig viele nice Sachen auch gefunden, so. Also so wirklich Untergrundrapper, so die man gar nicht so gekannt hat. Ja, aber heutzutage ist langweilig geworden Okay. irgendwie. Leider. Liegt vielleicht aber auch an dem Dings, dass eben in Deutschland, dass da jetzt Werbung ist und sowas. Also ich habe das ja selber nicht mitbekommen, weil ich ja eben schon in Wien wohne, schon länger. Und ich das gar nicht mitbekommen habe, dass in Deutschland eben auf einmal Werbung stattfindet auf SoundCloud. Kann ich mir vorstellen, dass es seitdem vielleicht auch ein bisschen zurückgegangen ist, sodass die Leute sich gedacht haben, nee, hab ich keinen Bock irgendwie drauf. So. Auf SoundCloud zu hören und Ja, so. auf SoundCloud zu hören. Voll, ich frag dich jetzt Okay, einfach next. noch ein underrated, overrated. Ja, bitte, hau raus. Cloud-Aktionen. Cloud-Aktion. Underrated, so. Underrated. Finde ich nice eigentlich so. Also ich selber kann sowas nicht, so keine Ahnung. Ich bin nicht so der Typ dafür, dass ich so komplett crazy shit irgendwie so mache für Aufmerksamkeit und sowas. Fällt mir auch gar nicht so viel ein, was ich selber machen könnte, was auch zu mir passen würde. Mac-Engine drauf. Ja, das wäre immer auch nicht meins, so. Nicht mein Film. Aber ich meine, so manche Sachen kann man machen. Was ich jetzt zum Beispiel uncool finde, ist so, wenn man sagt, man ist gestorben oder sowas. Weißt du, finde ich unnötig ein bisschen so. Aber manche Sachen, kennst du Felix Krull? Na. Das ist so ein Münchner Rapper. Okay. Und er rastet halt zurzeit komplett aus. So. Er macht halt so diese 99 Dinge, die kein Rapper macht. Und er macht halt so geisteskranke Scheiße. Irgendwie, letztens hat er sich von seinem Homie auf den Kamm wichsen lassen. Warte, auf dem Ja, Kamm. auf den Haarkamm Achso, okay. hat sich wichsen lassen. Und dann so durch die Haare gefahren, sich die Haare gestylt. So ein Shit halt. Er ist komplett krank, Ja, das aber es ist ist, halt mega was für eine entertaining so. Idee, Alter. Aber wo stellst du das hoch? Auf Twitter? Auf Instagram alles. Das geht ja nicht. Ja, doch. Ist alles da. Ja, kann sich auf Okay, jeden du musst Fall mir das reinfahren. So. schicken, denn auf jeden Ja, Fall, fix, Alter. das brauche ich. Young Horn. Zurzeit würde ich sagen, overrated so. Okay. Also, ja, oder weiß ich nicht. Kann man so nicht sagen. Aha. Also, ich kann nur sagen, so, für mich persönlich, ich höre in zur Zeit einfach nicht mehr so viel. So, früher, wo er aufgekommen ist, war mega krass. So, habe ich echt rauf und runter gehört und allen gezeigt und dies, das. Haben auch noch alle gesagt, ey, was ist das für ein Scheiß? Bro, weißt Haben nicht du, wie Young verstanden, Horn so. rausgekommen ist und wo diese Wiener Linien-Videos waren, oder? Wiener Linien-Tape. Ich habe das immer in der Klasse angemacht und diese Soundcloud-Lieder, alle so, Maxi, mach normale Musik, mach normale Musik. Dann ist Nein gedroppt, an dem Tag habe ich Nein angemacht, alle noch so, Maxi, mach was Normales. Und dann, einen Monat später ist es geblowt und alle so, nein. Nein, und finden das geil. Und dann, wie Bianco gedroppt ist, also wir alle finden das geil, weißt du, was ich meine? Es ist Ja, immer. voll. Es ist immer. Ja, es ist halt die Fanbase, die halt ein bisschen. Deswegen, wenn man halt sagt, so overrated. Ja, wahrscheinlich auch eher so. Aber ich glaube, er ist an sich ein sicker Künstler. Ich glaube, Ja. Young Horn. Ich glaube, ich. Also, es ist. Die Frage ist an dich, aber ich würde sagen, Young Horn ist low-key underrated. Ich glaube, er ist underrated für Leute wie uns, weißt du? Ach so, meinst du, dass er noch viel mehr kann Ich eigentlich so? denke, dass er underrated ist dafür, was er eigentlich drauf hat, Ja. was er macht. Ich denke, er ist overrated dafür, was er macht, wie die Leute reagieren, weißt du, was ich meine? Ist teilweise overrated. Aber ich denke mir, er ist underrated für Leute, die sich halt beschäftigen damit mehr, weißt du, weil die ihn halt schon länger kennen, weil er eigentlich trotzdem ein. Finde ich kranke Künste ist. Er ist schon ein sicker Künstler, finde Ja, ich. da auf jeden Fall was drauf, so. Ja. Das muss man auf jeden Fall sagen, so. Und dann noch Label Simon. Ja. Schwierig.
in Deutschland muss es ja irgendwie sein, so. Kommt mir vor. Obwohl muss es eigentlich auch nicht. Moneyboy, El Guni, weiß ich was. Man kann es auch nicht. Man muss nicht bei einem Label sein und so. Aber es macht es auf jeden Fall leichter, erstmal. Deswegen würde ich fast sagen, overrated eigentlich trotzdem. Weil was ich immer denke, ist, wenn ich mit Rappern mega fick, okay, und sie dann signen, fick ich plötzlich irgendwie nicht mehr so damit. Es kommt nicht mehr so authentisch vor, weißt du? Es kommt mir vor, als würde irgendwer das steuern und sowas. Mhm. Und deshalb liebe ich so Tracy, weil du einfach merkst, er ist nicht gesigned, weißt du? Er kann machen, was er will. Er kann auf Instagram alles löschen. Er kann alles machen, was er will, weißt du, was ich meine? Und deshalb, du merkst, es ist keine Barriere, weißt du, zwischen der Person. Ich meine schon, er zeigt nicht alles in seinem Leben natürlich, aber ich meine, er kann posten, fuck Juice WRLD oder was weiß ich. Und, und kein Label sagt dann, hey, mach das nicht. Ja. Und deshalb. Stimmt schon. Ist auf jeden Fall viel nicer, sich freier irgendwie ausdrücken zu können und sowas. Du kannst hochladen, was du willst. Genau. So. Du bist nur finanziell halt nicht so stabil. Ja, voll. Das ist das Problem. Selbst wenn, so, ich glaube, eigentlich so, wenn du bei einem Label signen willst, dann lohnt es sich eigentlich trotzdem nur, wenn du halt entweder gar nichts hast, so wenn du von wirklich nichts, wenn du von nichts kommst, oder wenn du eigentlich schon eine Größe hast, so, und dir das eigentlich scheißegal sein kann, und du nochmal mehr Geld halt so mit reinholen kannst. Ja, safe. Aber ja. So generell finde ich trotzdem auch, Labelgeschichten sind eigentlich immer scheiße. So. Ja, wenn du so der Größte der Welt werden willst, brauchst du ein Label. So. Ja, eben. Voll. Und ich habe so random Fragen. Zwei. Okay. Wann hast du das letzte Mal ein Tutorial angeschaut? Wann habe ich das letzte Mal ein Tutorial angeschaut? Ich glaube vorgestern oder so, ich weiß gar nicht. So FL Studio Tutorial halt wieder so. Sowas. Gehe ich mir eh regelmäßig. Was? Aber safe, ich würde das gleiche sagen. Okay, und jetzt, ich habe so Fanfragen, gell? Fanfragen? Okay. Fanfragen. Hau raus. Erstens, why are you gay? Ich bin glücklich, ja. I'm gay. Kennst du das in der Office, weil er sagt so, 200 years ago, you know, gay used to mean happy. Yeah. When I was a teenager, it used to mean lame. And now it means a man that loves another man. Ja, kenn ich nicht, aber yeah. True. Also du bist gay und glücklich. Ich bin glücklich. Okay. Was ist deine Lieblingsdroge? Was ist Lieblingsdroge? Koffein. Koffein? Ja. Koffein ist fair. Wann kommt... Ups. Warte kurz. check. Kennst du Gino Mali, Reg oder Rob Banks? Rob Banks? Kenn ich. Und Reg und Gino Mali? Nein. Was hältst du von denen? Ja, ich kenne Rob Banks. Und von dem habe ich vielleicht ein, zwei Tracks gehört oder sowas. Mhm. Weil hat er nicht mal früher irgendwie Track mit Playboi Carti oder sowas? Kann das sein? Rob Banks? Also irgendwas habe ich von ihm schon mal gehört, früher mal. Ja, so. Der hatte so ein Mail.